Moin Leute und willkommen zu diesem Video. Bevor das eigentliche Video losgeht, habe ich eine coole Neuigkeit. Habe ich coole Neuigkeiten, so heißt das glaube ich, ne? Mama? Mhm. Und zwar war ich diese Woche der Moderator auf dem CokeTV-Kanal. Das neue Format dort heißt CokeTV Team Up. Und ich habe da eine richtig coole Trampolin-Challenge in meinem Garten gemacht, zusammen mit Jan Philipp. Und das Video dürft ihr euch gerne mal anschauen, nachdem ihr dieses Video geschaut habt natürlich. Ich habe das Video gleich als ersten Link in der Beschreibung verlinkt. Weil ich jetzt gerade Werbung für das Video mache, muss ich natürlich auch das hier oben einblenden. Das ist auf jeden Fall ein richtig cooles Projekt und ich freue mich, dass ich da Moderator sein darf. Und jetzt Leute, viel Spaß mit dem eigentlichen Video. Ich sage zu dem Thema ganz am Ende des Videos nochmal ein bisschen mehr, falls euch dafür interessiert. Genau, aber jetzt erstmal viel Spaß mit den Szenen aus Paris. Let's go! Moin Leute und willkommen zu diesem Video. Wir sind hier gerade in Paris. Genau gesagt sind wir jetzt gerade noch im Disneyland. Wir wollen jetzt mit dem Zug in die Innenstadt nach Paris fahren. Heute wollen wir so ein bisschen Sightseeing machen, außerdem wollten wir vielleicht so ein bisschen shoppen gehen. Wir gucken einfach mal. Und ihr kommt dieses Video einfach mal mit, habe ich gehört. Huh? Let's go! Unser Plan ist auf jeden Fall, dass wir jetzt erstmal eine Kleinigkeit essen gehen. Dann wollten wir auf jeden Fall zu Supreme in Paris. Wir wollten zum Eiffelturm und mehr haben wir eigentlich noch nicht geplant. Also, ah, Deutsche! Das kam so erschrocken gerade. Ehre. Das kam unerwartet. Das habe ich wirklich nicht kommen sehen gerade, ne? Dann sehen wir uns gleich, hä? Ja. Ich würde sagen, jetzt kommen erstmal ein paar Schnittbilder von unserem Weg nach Paris rein. Deswegen, let's go! Das war's mit den Aufnahmen von Tag Nummer 1 gestern aus Paris. Zusammenfassend kann ich auf jeden Fall sagen, dass es eine wunderschöne Stadt ist. Wir waren jetzt gerade auch in Barcelona für einen Tag ganz kurz und im Vergleich fand ich auf jeden Fall Paris viel, viel schöner. Wir waren auch in einer richtig nicen Gegend, also da um die Gegend herum bei Supreme waren wir halt, ne? Supreme hat mir auch sehr gut gefallen, das war auf jeden Fall sehr cool. Es hat mir auch sogar besser gefallen als in New York, weil der Laden größer war und es gab mehr Sachen da. Wobei es natürlich die coolen Sachen natürlich nicht gab, weil es nicht Donnerstag war, bla bla bla. Aber wir sind ja eh nicht mehr so im Supreme Game. Ja, ist ein bisschen blöd jetzt, ne? Nein, ich meinte das wirklich gerade ernst, aber jetzt habt ihr recht, es ist widersprüchlich. Ich bin auf jeden Fall nicht mehr im Supreme Game, die neuen Sachen zu kaufen, sagen wir es so. Was kann ich noch sagen? Das Essen war richtig geil. Wir waren in einer nicht so wirklichen Touristengegend essen, sage ich mal. Deswegen hatten wir auch eine französische Karte. Genau, wir hatten erst eine französische Karte, die war so groß, die Schrift war so klein und wir haben nichts verstanden. Auch wenn ich 6 Jahre Französisch in der Schule hatte. Deswegen saß man erstmal 10 Minuten ratlos da, bis der Kellner lachend ankam und uns eine englische Karte gegeben hat. Also es war anscheinend ein kleiner Prank von ihm. Anschließend waren wir dann beim Eiffelturm. Das war auch unglaublich schön. Die Sonne ging da halt gerade unter. Und es war einfach richtig geil. Also es war echt ein schöner Tag gestern, muss man sagen. Und heute haben wir noch mal ungefähr 4 Stunden in der Stadt oder 3 bis 4. Wenn wir uns jetzt ein bisschen beeilen, haben wir vielleicht sogar noch 4 Stunden. Ich würde sagen, es kommen jetzt einfach wieder, so wie gestern, ganz viele Schnittbilder aus der Stadt. Sollte irgendwas Krasses passieren oder sollte ich irgendwie moderieren wollen, dann werde ich moderieren. Aber da ich selber so ein bisschen die Stadt genießen möchte, werde ich euch jetzt einfach wieder ein bisschen coole Musik hinterlegen. Und ihr bekommt jetzt wieder ein paar Emotionen aus Paris. Let's go! Das war's mit den Aufnahmen aus Paris, Leute.
Das ist wirklich so eine unglaublich schöne Stadt und das hat richtig Bock gemacht, die 4 Tage. Deswegen auch nochmal Dank an Disney, dass ich bei dem Dreh dabei sein durfte. Also wie gesagt, Paris kann ich einfach nur empfehlen, eine wirklich schöne Stadt. Muss ich auf jeden Fall nochmal öffnen. Vielleicht fliegen wir da mal im Urlaub hin, oder Mama? Ja, gerne. Gut, machen wir. Wenn euch gefallen hat, wie ich dieses Video geschnitten habe, dann würde ich mich selber einen Daumen nach oben freuen. Aber das war es ja noch gar nicht. Ich wollte noch einmal ganz kurz über Kongshui reden. Und zwar habe ich ja schon am Anfang des Videos gesagt, deswegen muss ich das jetzt auch wieder oben einblenden. Ich habe das ja schon am Anfang des Videos gesagt, dass dort das erste Video von mir online gekommen ist. Ich habe mir wirklich Mühe bei dem Video gegeben und ich würde mich freuen, wenn ihr bei KokTV vorbeischaut, euch das anschaut. Ich habe mir überlegt, dass wir den Leuten von KokTV einfach mal zeigen, wie cool unsere Community ist. Deswegen kommentiert und spammt das ganze Video da doch einfach mal voll, aber nicht mit irgendetwas, sondern kommentiert doch einfach mal bei denen unter dem Video, was ich zusammen mit KokTV mal als Challenge machen kann. Auf dem Kanal gibt es ja schon ganz, ganz viele coole Challenges irgendwie von Dena, von Felix und Dena. Perfekt. Nein, Dena, Jonas, Izzy und so weiter, die haben da ja alle schon richtig coole Sachen gemacht. Und vielleicht habt ihr ein paar Vorschläge, was ich mal machen könnte. Seien es noch mehr Trampolin-Videos, Trampolin-Challenges, keine Ahnung. Ich soll vielleicht nochmal in der Trampolin-Halle fahren oder sonst irgendwie verreisen mit denen. Kommentiert das doch gerne einfach mal. Ich hoffe, euch hat dieses Video hier gefallen, ja? Haut rein, bis zum nächsten Mal. Mama, willst du noch irgendwas sagen? Nein. Nein, ich möchte nicht sagen. Alles gut. Na gut. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Abonniert hier meinen Kanal, schaut hier mein letztes Video. Und hier kommt ihr zu dem KokTV-Video. Das kann ich auch verlinken. Cool. Genau. Haut rein und ciao. Puh.